Liegt da. Ah, nee. Ach, Junge, das ist ein Blatt gewesen. Ich dachte, es wäre ein Gleiter, der übelst weit weg wäre. Nicht sehen. Mann, es ist ein Blatt, Mann. Also dieser Unterschied, ne? Ist ja Tag und Nacht auf PC und Konsole, ne? Yo! Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man auf PC spielt oder auf Konsole. Warte mal, da vorne. Du gehst mir, Bro. Außer er wird mich jetzt so hart weglasern, ne? Oh mein Gott! Meine Shots! Ich schwör's euch, ich hab ja einen gesehen gerade eben. Oh Gott, jetzt fühle ich mich zum Beispiel wieder wie ein Noob, ne? Ist das unglaublich. Ich schwör's euch. Boah, Junge. Der muss da weg. Ich dürfte den gleich eigentlich sehen und abknallen. Hä? Okay. Also ich wusste, dass er da ist. Deswegen habe ich jetzt auch alles getroffen. Oh no. Hier. Er holt mich. Erste Runde direkt Sieg. Der denkt halt wirklich, dass, ja, Bruder, das bringt ja aber nichts. Wirklich jetzt? Der Arme, er weiß gar nicht, wohin mit sich, ne? Das bringt ihm halt auch nichts, ne? Ach so, ein Boss ist hier hochgekommen. Also, warte. Warte, das machen wir so. Warte, so. Oh mein Gott. Die Armen, Mann. Da kommt noch einer. Wo landet der? Warte mal, Überraschung. Jetzt kommt sein Freund. Er nutzt den Rift. Und stirbt. Das ist halt PS5 Aimbot, ne? Das ist halt dieses PS5 Aimbot. Warte mal, der holt mich jetzt ganz sicherlich nicht, ne? Bist du sicher, dass der das... Warte mal. Er hielt doch jetzt, ne? Okay. War dein Tag langweilig? Cringe, was heißt das? Ist es jetzt... Beide. Moin! Ach, oben. Oben. Jetzt. Hä? Er ist genau da. Warte, ich lasse ihn healen, okay? Die FN fragen. Ach so, das meinst du. Passt auf, Chat, okay? Er hat kurz sein Mate Bescheid gegeben. Ey, hinter dir. Lauf. Hiel mich nicht. Schieß. Erst bei den Treppen. Genau so. Geh hin, sagt er. Nee, Rickspeed, auf gar keinen Fall. Hier mich, schnell, ich sterbe gleich. Hinter dir. Bro, hinter dir. Schnell, er gibt Calls. Bro, was geht? Sind die nett? Mach keine Faxen, Junge. Oh, Junge, ist dein Ernst? Geh hoch, schnell. Ich versteck mich. Ja, Cringe Bro, steht alles im Chat, wie man geaddet wird.
Er ist wieder an der gleichen Stelle, Chat. Er ist wieder original an derselben Stelle. Oh, 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 oh. Er liegt da wieder, der Arme. Oh mein Gott. Er geht zipline an. Diese Gegner, ne? Sind die besten Lobbys. Du hast ja nur Bots. Ey, Niklas, ich bann dich gleich raus. Wenn du zwischen Bots und echten Spielern nicht unterscheiden kannst, dann shut up. Einfach leise sein. Einfach keinen Kommentar abgeben, okay? Einfach keinen Kommentar abgeben, wenn du keine Ahnung hast. Er wurde so zerstört, ne? Chat, Chat. Ich hab ihn getroffen. What? Und tot. Okay, okay. Also ihr seid euch da wirklich sicher. Ihr wollt wissen, wie ihr geisteskrankes Aim bekommt, so wie ich. Da seid ihr euch sicher. Ja, will auch Aimbot. Ja, Aimbot nicht. Aimbot bekommt ihr dadurch nicht, aber eventuell bekommt ihr dadurch besseres Aim. Besseres Aim. Dann zeige ich euch meine Settings. Habe ich zwar schon tausendmal gemacht, aber dann laden wir das auch gleichzeitig als YouTube-Video hoch. Deswegen einmal liken und das andere Zeug wisst ihr, ne? Wisst ihr. Dann gehen wir mal in die wunderschönen Settings. Denkt daran, ich spiele auf der Konsole, damit ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr diese Settings übernehmen solltet und auf Konsole spielt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr dadurch besser geworden seid oder nicht. Das müsst ihr dann in die Kommentare reinschreiben. Fragt mich nicht, was bedeutet. Ich habe irgendwas eingestellt, was mir passt. Irgendwas. Und seitdem lasse ich es so und seitdem spiele ich auch so. Aber die Settings sind jetzt für mich eigentlich nur zu 90% nur für null Bauen. Weil Bauen spiele ich nicht. Ich spiele kein Bauen. Also das hier ist alles, was ich anhabe. Hier, was auch immer Kamera zurücksetzen sein soll oder Zurücksetzachsen, keine Ahnung. Also ich habe hier irgendwas getan, dass es mir passt. Dieses Schnellwaffenzeug, das will ich gar nicht haben. Ich mache mal dafür kurz den YouTube-Chat weg. Warum geht der YouTube-Chat nicht weg? Wartet mal kurz. So, dann könnt ihr das Ganze besser euch anschauen. Hier unten bei der Sensi zum Beispiel, da habe ich auch nur 5 und 4. Umso langsamer, umso besser. Wenn es ganz langsam ist, dann ist es Trash. Nitro Gamer, danke fürs Mitglied werden bzw. erneuern. Also wenn man zu hoch spielt, treffe ich persönlich gar nichts. Früher habe ich immer gedacht, umso höher, umso besser, aber nö. Hier habe ich 2,5, 2,2, das habe ich aus. Todzone 13. Gut, bei der Todzone muss vielleicht jeder selber ein bisschen umstellen. Ist da nochmal was anderes. Ich habe hier 14. Warum auch immer, fragt mich nicht, warum ich das eingestellt habe. Es passt, aber da unten habe ich auf aus, an. Und ich glaube, hier unten habe ich ganz ehrlich gar nichts gemacht. Dieses adaptive Trigger ist, glaube ich, nur für PS5. PS5-Settings. Beziehungsweise für die PS5. Soll ich euch noch das andere Zeug hier zeigen? Das hier? Spielt das eine Rolle? Ich mache mal. Ach so, ich habe mein CC unter mir weggemacht. Ach, deswegen ging es nicht. Ich habe mein CC unter mir weggemacht. Ja, moin. Ich habe da 6 und 7. Ja, aber ich würde umso höher, umso schlechter eigentlich immer. Francie, moin. Genau, also ich zeige euch das auch noch. Ich mache mal kurz meine Facecam deswegen weg. Dann könnt ihr das Ganze euch besser hier anschauen. Pausiert einfach den Stream oder das YouTube-Video, ist relativ egal. Ich gehe hier mal kurz alles durch. So spiele ich FN. Habt ihr gesehen, am Anfang des Videos meine ganzen geisteskranken Clips. Sind ja geisteskrank. Einfach Aimbot. Einfach Aimbot. So, und das habe ich hier. Aber was ich komisch finde ist, man sieht nicht unter mir, wie viel Prozent dieser Balken hat. Seht ihr das da unter mir, dieser blaue Balken, den könnt ihr so nach vorne oder zurückstellen. Ich glaube, früher gab es tatsächlich Prozentanzeigen, warum auch immer es jetzt nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Aber das sind meine Settings, damit spiele ich Fortnite, so spiele ich Fortnite. Ansonsten der Rest, Grafikeinstellungen, Helligkeit habe ich warum auch immer auf 150, aber irgendwie feiere ich das. Ich hatte sonst immer auf 100% gehabt. FPS 120 an auf PS5. Hier aus. Bewegungsschärfe. Ganz wichtig, mach diesen Dreck aus. Also für mich zumindest. Bild, diese Anzeige da, diese FPS-Anzeige habe ich an. Performance-Werte melden. Was bringt es?
Ja, bringt jetzt nicht wirklich was. Ich glaube, das ist nur was für FN. Den Rest kann ich eigentlich auch mal durchgehen. Pausiert einfach das Video, stream, wenn ihr genauere Dinge sehen wollt, was ich hier eingestellt habe. Aber ich sehe jetzt hier nichts krass Wichtiges eigentlich. Nö. Wiederholungen, das ist jetzt nichts Wichtiges. Hier vielleicht Fadenkreuz. Die Schadenszahlgröße. HUD-Größe 60. Könnte man theoretisch sogar noch kleiner machen, aber ich finde 60 eigentlich perfekt. Ich habe alles hier auf an. Ich habe alles auf an. Okay, krass. Ich habe hier alles auf an. Das wusste ich gar nicht, dass ich alles auf an habe. Das hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, was es bedeutet. Gar kein Plan. Überhaupt kein Plan. Francie, danke für die 3,49 €. Kuss. Da, also das habe ich noch nie mir angeschaut. Tastatur, da bin ich sowieso raus. Das sind, glaube ich, FN-Einstellungen. Da waren wir schon. Sound juckt keinen. Das juckt auch keinen. Und dann sind wir eigentlich hiermit auch schon durch mit meinen Settings. Ja, und ich hoffe, ihr bekommt dadurch ein dickes, fettes Aimbot. Was habe ich jetzt hier eigentlich umgeändert? Dass er sagt, nicht speichern natürlich. Ja, das waren meine Settings.